So, und damit herzlich willkommen zu 4. Ja, kleine Info vorab, das Ganze ist jetzt dieses Mal ein Commentary, weil ich so doof war und vergessen habe, die Stimmdings aufzunehmen. Ja, also entsprechend, damit ihr dann trotzdem seht, was im Spiel passiert ist und so weiter, kommentiere ich das jetzt einfach mal und ja. Ach ja, Cam gibt es übrigens dieses Mal nicht, weil die Cam auch dumm macht. Ja, ich weiß, heute technische Probleme ohne Ende. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal los und ich versuche hier so euch das trotzdem so toll wie möglich jetzt irgendwie noch darzulegen, was da passiert war. Und ein paar Gedanken, was ich da noch gedacht hatte und so weiter, wenn man nicht direkt spielt, sondern das dann nur so im Nachhinein kommentiert, ist hier auch mal was anderes. Also, yo. Ja gut, jetzt habe ich dann vorgelesen. Jo, da sind wir wieder in Game. Ich war jetzt erstmal total verwirrt, wo ich jetzt nochmal lang musste. Hab dann überlegt, war ich jetzt von unten gekommen, war ich da lang und dachte dann erst einmal, wo lang? Naja gut, schauen wir erstmal. Ich dachte, wir sind von hier hinten gekommen. Also gehen wir da mal ganz vorsichtig lang. Ja, hier hatte ich mir dann auch gedacht, ja, da kamen wir dann wohl von unten. Der ist hier oben erschossen worden, da haben wir wahrscheinlich von unten so runtergeschossen. Also, weiter geht es. Und hier habe ich dann schon wieder angefangen, mich so ein klein wenig zu gruseln. Gell, du Kerle da? Weil, eben, kennt ihr ja, 4, es ist still, es sind keine Gegner da, es ist dunkel, es kann jeden Augenblick vor etwas kommen. Jeden Augenblick kann irgendetwas passieren. Was wird gleich passieren? Taucht eine Situation auf, gehen wir links oder rechts? Wir gehen links. Ja, ihr merkt es schon, ich habe jetzt wirklich meine Schwierigkeiten, das zu machen, wie üblich dann Medipacks mal wieder mitgenommen. Wir haben ja immer so viele noch da, deswegen. Und das Problem, was wir da auch haben, ist mit der Nagelkanone. Stimmt, das habe ich dann da gemerkt, da wollte ich dann, glaube ich, nachladen. Oder? Ja, genau, da hatte ich dann mal hier alles nachgeladen. Und hatte dann auch festgestellt, scheiße, Nagelkanone, nur noch 4 Schuss. Ah, was machst du jetzt? Und ja, gut, ging dann trotzdem weiter. Nagelkanone wieder ausgerüstet, alles nochmal geschaut, ob nachgeladen, war alles nachgeladen. Und nochmal hier schauen, kommt etwas von rechts, kommt etwas von links, kommt etwas von der Seite. Boah, Grusel. Na komm, kommt raus, ihr Gegner, wo auch immer ihr seid. Kommt raus und zeigt euch. Ja, da hatte ich dann geglaubt, irgendetwas zu hören. Und kam da dann noch was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich habe die Aufnahme jetzt auch schon wieder erst ein paar Stunden her, habe mich dann wenig abgelenkt, damit ich jetzt hier so wenig wieder eintauchen kann, so das meiste wieder vergessen und so weiter und so fort und ralala und ja. Ja, und wieder solche Stellen. Es ist dunkel, es ist schattig, es kann jeden Augenblick irgendetwas von der Seite raushüpfen. Zum Beispiel diese komischen Ninja-Dinger. So, aber macht nichts, da ist nichts gekommen und ui, eine Waffe, aber nur die scheiß Standard-Maschinengewehrpistole. Und da hat es dann auch wieder angefangen mit einem Mini-Ruckeln, wie ihr da vielleicht schon gesehen habt. Das war vorher die ganze Zeit nicht gewesen. Vorher war es da immer alles super gewesen und ich konnte rumrennen und so weiter und es gab keine Mini-Ruckler, aber dann mitten im Spiel hat es auf einmal wieder angefangen. Ich habe die Vermutung, das liegt irgendwie an meiner Grafikkarte, dass die da irgendwie wenig rumspinnt. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt wieder so eine Situation. Es gibt 2 Gänge. Beide sind dunkel. Wo wollen wir lang? Aber hier ist das Licht sofort wieder da, also gehen wir da lang. So, wo lang jetzt? Hier habe ich dann langsam auch Panik bekommen. Bin ich jetzt wirklich in die richtige Richtung gerannt? Weil es kam mir dann doch bekannt vor. Seht ihr ja, dass ich mich da überall umgesehen habe, als ob ich dann eben in die andere Richtung. Aber hier dachte ich jetzt, oh, das Rohr, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Oh, dann werde ich hier ja richtig sein. Also geht es wieder vorsichtig weiter. Gerade wieder bei solchen Türen ist das immer ganz toll, aber nee, von hier sind wir gekommen. Verdammt, der Mist aber auch. Hat ich dann hier nochmal geschaut? Jupp, von da sind wir gekommen. Also geht es wieder zurück, zurück, zurück. Ah, shit aber auch, huh? Ja, das ist typisch, Aga, diese Verwirrung. Ich habe jetzt die letzte Aufnahme vor 2 Wochen gemacht. Das Problem ist halt immer, 4 einmal pro Woche was aufgenommen. Wenn man da dann irgendwie eine halbe Stunde was aufgenommen hat, dann ist das schon wieder genug für 2 Wochen und dann ist er wieder komplett raus und weiß nicht mehr, aus welcher Richtung man gekommen ist und so weiter und so fort. Also da hieß es jetzt hier wieder erstmal den weiten, weiten Weg zurückrennen und einmal 5 Minuten für nix verplempert. Aber hey, was soll das? Das schon ausmachen ist, ich meine, hey, war immer ein wenig spannend gewesen und als ich das gespielt habe, war es dann auf einiges spannender und ich habe mich gegruselt und so weiter. Ah ja, jetzt geht's wieder normal weiter.
So, jetzt müssen wir hier nach unten. Vorsichtig, könnte ja irgendwas kommen. Vorsichtig, hören, lauschen. Na komm. Alter, was habe ich da alles gelauscht oder geredet? Ich wundere mich gerade selbst, überleg mir doch auch, oh, jetzt hüpft doch mal runter. Aber wenn man dann im Nachhinein immer was schaut, ist es dann doch anders. Vor allem dann in so einer Situation, man ist wie auf dem Präsentiertäubler. Aber komm, das geht doch alles voran mit dem Rücken zur Wand, sodass wir dann wirklich alles im Blick haben. Und ja, welche Richtung jetzt wieder? Rechts oder links? Rechts oder links? Wir gehen mal links entlang durch den Schatten, bin ich denn verrückt. Keine Ahnung, warum ich jetzt links entlang gegangen bin. So, jetzt beim Nachhinein schon wäre ich, glaube ich, lieber rechts gelaufen. Was kommt hier? Was wird hier gleich passieren? Hier unten waren wir. Oh, ein Gegner. Und Headshot. Ein Schuss und tot. Ja, was soll er überprüfen, Äste? Na komm, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ist hier noch einer? Ne, na toll, das bringt jetzt ja auch nicht viel. Da hatte ich dann rumgeschaut, ob das was bringt. Und da ist er wieder. Und peng. Und da ist die Nagelkanone im Arsch gewesen. Also heißt es wieder in Deckung gehen, die Waffe wechseln. Ich wollte mit der Pistole dabei. Und natürlich dann wieder im Bullet Time und rangezoomt. Und das lief doch auch ziemlich super. Der Status, die sind alle tot. So, da ist noch einer. Treffen wir den? Ja, den treffen wir. Müsste wahrscheinlich eher so gewesen sein, dass er dann den Schuss gemerkt hat und dann in Panik geraten ist und schnell los und so weiter und so fort. Aber hey, so, und was haben wir hier an Munition? Na gut, hab keine Ahnung, was das war. Das Sturmgewehr, Sturmgewehrmunition und Sturmgewehrmunition. Und Sturmgewehrmunition und Sturmgewehrmunition und Körperpanzer. Yay! Und first but not least, Service on the Tat, Sturmgewehrmunition. Ja! Und warum fängt die Musik jetzt erst an? Das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, warum? Wir gehen fest weg. Aber da ist was. Gibt's was? Negativ, vor allem wegen. So, und Headshot. Also mit den Pistolen komme ich inzwischen richtig gut auch zurecht. Merkt man ja schon so zieltechnisch, wie ich da wirklich einen Kopf nach dem anderen treffe. Das wundert mich selber, weil gerade am Anfang war das immer so, dass ich kaum getroffen habe. Und so jetzt schieße ich 3 Schuss und treffe wirklich die Köpfe. Und falls dann noch einer gelegen hatte oder sich versteckt hat, haben wir das auch mal hochgeladen. Und jetzt könnte die Musik auch wieder verschwinden, habe ich mir so gedacht, weil Gegner sind alle tot, aber das ist halt mit einer gescripteten Musik immer so. Und Kampfschrotgewehrmunition, ja, die interessiert uns doch kaum. Weil wir doch unsere tolle Nagelkanone haben wollen. Ah, was gibt es hier? Schauen wir uns erstmal um. Da gibt es 2 Wege. Vielleicht ist ja wieder irgendwas versteckt und so. Und die Musik könnte jetzt wirklich aufhören. So. Okay, hier geht's nach oben. Da schauen wir uns nochmal um, was hier unten noch war. So, und ich wette, dass hier YouTube dann wieder rummeckern wird, wegen der Musik und so weiter und so fort. So. Und da war Kampfschrot, Gewehrmunition. Und da liegt ein Körperpanzer und noch mehr Munition. Yippie-yay-yay! Nochmal schauen, da war nichts. Es hat so ausgesehen, als ob da irgendetwas gestanden hätte. Und wir haben unser Magazin komplett voll. Wir können keine Munition mehr für das Gewehr aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß die Wand an. Wir nehmen jetzt hier das Kampfschrotgewehr mit, oder? Ja, genau. Da habe ich dann doch das Kampfschrotgewehr mitgenommen, weil es dann doch besser, wenn man mehrere Waffen zur Verfügung hat. So, und das heißt, die ganze Kampfschrotgewehrmunition jetzt wieder aufsammeln, die hier noch überall versteckt rumliegt. Und, jo, liegt keine Munition mehr rum. Wir sind wieder geschützt, in Deckung gegangen. Und wieder die Pistolen raus und weiter geht es. So, und hier hatte ich dann, glaube ich, einen Schluck Kaffee getrunken. Ah, nee, stimmt, da habe ich dann... Ja, da hatte ich dann mit meinem Kaffee beim Abstellen mir mein Mauspad ein wenig eingesifft. Also, das hat, da hatte ich dann wenig gekleckert. Deswegen ist sie jetzt so ein wenig... Ja, in die Ecke geschaut sozusagen, in die Ecke gegangen und sich geschämt, weil ich da gerade beim Abtupfen war. Und das ist dann halt immer so, gerade wenn da noch die actiongeladene Musik ist, man will sich beeilen und will jetzt weitermachen und dann, boah, so ein Scheiß aber auch. Und das, dadurch, dass man sich beeilen will, hat man das dann so ewig versauert. Aber dafür bin ich jetzt hier mal wirklich ohne Deckung hochgerannt und boah. Geht's noch, Mr. Bishop? Kann's kaum erwarten, natürlich geht's noch. Kann ich mir denken. Ja.
So, und dann wollen wir jetzt auch mal zu denen stoßen. Und yay, wieder ein Medipack. So, ein Medipack genutzt, damit wir wieder Platz für das nächste haben. Und ja, hier dann wieder in Deckung gegangen. Immer vorsichtig sein. Und gleich wieder aus der Deckung rausgehüpft, weil wir jetzt hier raushüpfen müssen. Und damit haben wir die Ebene geschafft. Die Situation, der 4-Einsatzagent hat die Geisel Aldous Bishop befreit. Der Mann behauptet, von über Harlem Wade verhört worden zu sein, einen leitenden Forscher bei Amatron. Wades Verbleib ist so unbekannt. Bishop berichtete auch, dass er ein Kollege von Wades Tochter Alice sei. Es wird vermutet, dass sie von Replikantenstreitkräften ins Visier und möglicherweise bereits gefangen genommen worden sind. SSEGD-Einsatzkoordinator Douglas Holiday begleitet Bishop zur sofortigen Evakuierung auf das Dach. Die technische Offizierin von 4 setzt forensische Untersuchungen am Schauplatz des SSEGD-Massakers fort. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele Amazon-Mitarbeiter exekutiert wurden. Und jo, ich habe das jetzt schneller vorgelesen, als ich das vorhin vorgelesen habe. Dann unten lest noch vor, Kopftreffer fügen bei den meisten Feinden zusätzlichen Schaden hinzu. Außerdem sind ahnungslose Feinde leichter auszuschalten, schleichen sie sich daher, wann immer möglich, an Ziele an. Jo, und jetzt habe ich... Also, hat doch perfekt jetzt geklappt. So, nanu, leck, ruckel, daran erinnere ich mich gar nicht, aber mal kurz abspeichern, denn man weiß ja nie wirklich... Was jetzt passieren will, haben wir auch so gesagt, wahrscheinlich gibt es eh gleich wieder einen, wie heißt das, Autosave, aber trotzdem sicher als sicher. So, und was passiert jetzt? Wo sind wir jetzt? Wir sind auf dem Dach und das sind Replikasoldaten, meine Lieblingsgegner. Die sind so schön doof und man kann sie von hinten in den Kopf schießen. Mit einem Schuss tot. So, ui, da schießen sie. Also stürmen wir mal vor, Karl todesmutig ruckeln wir voran. Na komm, wo seid ihr? Wow, so nah. Habe ich dann jetzt wirklich mal Action geladen, einfach vorgerannt. Muss ja auch mal hier wirklich ein wenig für Action sorgen, wenn ich schon die ersten 5 Minuten einfach nur rumgerannt bin und in die falsche Richtung gelaufen bin und so weiter. Und ich sehe jetzt wirklich aus den Augenwinkeln an den Seiten die ganzen Gegner, die ich vorher übersehen hatte. Zum Beispiel jetzt der eine, der jetzt hinter uns ist. Genau der. Na komm, stirb auch noch. So. Aus nächster Nähe. Wie ein Brett ist er umgefallen. So, damit haben wir hier jetzt erstmal sicher. Und weiter geht es voran. Wo sind die nächsten Gegner? Wir haben wieder Schrottmunition. Yippie-yay-yay. Und weiter geht es. So, wieder auf die Pistole gewechselt. Damit geht es noch viel schneller. Wieder ein Medipack dazwischen gehauen. Und weiter geht es. Und wahrscheinlich... Ziel ist auf dem Dach. Ja, wir sind auf dem Dach und wahrscheinlich kommen da jetzt gleich Gegner. Also wird jetzt todesmutig vorangerannt. Und zwar über die Leitungen und in Bullet-Time rübergerückt. So, und wieder vorwärts und richtig schön im Bullet-Time. Also das war jetzt echt mal Action geladen. Da habe ich mir auch gedacht, boah, geile Situation gerade. Leute melden, nix da. So. Blutbad, muhaha. So. Die Gegner waren auch erledigt. Und was gab's hier? Nur wieder irgendwelche Gewehre, die ich eh nicht mag. Ich glaube, das waren diese Scharfschützen-Halbautomatik-Gewehre, die da waren. So, und ja, oh, das sind noch welche gewesen. Also das war jetzt da echt Action geladen, die Stelle. Da habe ich mir auch nur gedacht, boah, what the fuck, wie viel haben sie hier hingepackt? So, damit sind die Gegner erledigt, nachgeladen und weiter geht es. Und ein Penetrator, eine Nagelkanone. Yippie! Yay! Wuhu! Wir haben sie wieder, die Lieblingswaffe. Jetzt kommt mal hierher, ihr Feinde, nachdem wir hier erstmal wieder Medipack benutzt haben. Und hier Munition, die wir da komischerweise nicht so wirklich aufnehmen konnten. Körperpanzer und so weiter und so fort. Eigentlich die Pistole hätte ich mit F doch nehmen können. Na gut, ach, das ist nur das Sturmgewehr, das ist ja jetzt erst. Ich habe da ewig versucht rumzumachen, das Ding aufzunehmen. Mich gewundert, warum geht das nicht? Doof. Aber macht ja auch nichts. Ja, da ist eine Taschenlampe, du Replikasoldat. So, Taschenlampe aus und... Ui, wir haben uns an ihm vorbeigeschlichen. Na, trotz den Kopf getroffen, nicht sofort. So, und da war schon der nächste, ich habe gerade noch gesehen und weiter geht es. So, wunderbar. Wir haben wieder die Nagelkanone. Also, weiter geht es.
aber dann hatte ich da hier noch das Zeug bemerkt. Also schnell wieder alles eingepackt, Medipack reingedrückt, aufgenommen und wieder volle Medipack. Und wieder mal die Schrotgewehre, wo wir da sowieso volle Munition haben. Haben wir geschaut, ob ich sie benutzt hatte. So, und hier geht es dann wieder weiter. Ja, neue Informationen, bla 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 bla. Das habe ich dann noch mit vorgelesen. Aber jetzt hatte ich dann so langsam, glaube ich, dann auch mal wieder auf die Uhr geschaut und gemerkt, hey, es wird Zeit, genau. Also, ich hoffe, trotz der technischen Schwierigkeiten, dass ich jetzt einen Commentary machen musste, hattet ihr trotzdem Spaß. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, da kann ich das ja immer mal wieder zwischendurch machen, dass ich mal einen Commentary mache statt ein Let's Play. Also nicht während des Spiels gelabert, sondern im Nachhinein müssen wir dann mal schauen und mit der Kamera müssen wir dann schauen, ob das wird oder nicht. Oder weil die Kamera, die spinnt in letzter Zeit extrem rum, da kann es sein, dass ich die Facecam gar nicht machen kann. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet definitiv Spaß. Schaltet wieder rein. Horido und auf Wiedersehen.